hat ein Reinheitsgehalt von 53% Heroin-Hydrochlorid, was für die Einfuhren aus zum Beispiel wie in diesem Fall Kirgisistan durchaus normal ist. Es wird aber im Straßenverkauf mit maximal 20% Reinheitsgehalt verkauft, sodass sich diese Menge noch um ein Dreifaches strecken lässt in etwa für den Straßenverkauf. Und somit landen wir bei einem Straßenverkaufswert von etwa 40 bis 50 Millionen Euro.